Kann man an den Teufel glauben, auch wenn man nicht an Gott glaubt? Ja, das ist sehr gut möglich. Es kommt oft vor. Oft. Es ist sehr gut möglich. Ich glaube gerade, dass Sie, Werteste, einen solchen Glauben, einen so riesigen Glauben, mehr achten als einen völligen Unglauben. Nein? Nein. Im Gegenteil. Völliger Atheismus ist höher einzuschätzen als weltliche Gleichgültigkeit. Warum, meine Damen? So denken Sie? Der vollkommene Atheist ist auf der vorletzten Stufe, nur eine Stufe vor dem vollkommensten Glauben, ob er ihn nun erreicht oder nicht. Aber der Gleichgültige hat nichts, gar nichts. Nur eine erbärmliche Angst. Und sogar diese, nur wenn er ein empfindsamer Mensch ist. Haben Sie die Apokalypse gelesen? Erinnern Sie sich an die Stelle und dem Engel der Gemeinde zu Laodikea schreibt.